Leute, es ist was ganz Dummes passiert. Ganz, ganz dumm. Richtig, richtig dumm. Und zwar bin ich letztes Wochenende am Samstag unterwegs gewesen in der Eifel mit dem Jupp, dem Biker Uli Ongerwils, dem Franz, dem Thomas und dem René. Wir sind, also der Franz, der Thomas und der René, wir kommen hier aus der Aachener Region, beziehungsweise Thomas kommt aus München-Gladbach. Und wir sind zum Jupp in die Eifel nach Bad Münstereifel gefahren und haben von da aus dann eine richtig schöne Tour durch das Ahrtal gemacht, immer wieder rauf und runter zum Ahrtal, vom Ahrtal und so. Und ich hatte tatsächlich 3 Kameras mit an Bord, ja, und als ich dann nachher am Ende der Tour wieder in Bad Münstereifel angekommen bin, oder wir da angekommen sind, da hatte ich dann nur noch 2 Kameras. Ja. Und wie das passiert ist und warum das so ist und ja, wie auch immer, das erzähle ich euch nach dem Intro. Also bleibt dran, Leute. Was ist passiert? Also, es war an dem Tag sehr schönes Wetter, schwül warm war es allerdings und ich hatte meine Helmcam dran, meine Facecam hatte ich dran und ich hatte hinten auf dem Koffer, auf dem Topcase, hatte ich meine Osmo Action 2 drauf. Die war mit dem Saugnapf. Ich hatte so einen Saugnapf, dann war die drauf. Das habe ich schon ein paar Mal gemacht und das hat immer gut funktioniert. Ja, und ihr könnt es euch schon denken, als ich dann, wie gesagt, am Zielpunkt in Bad Münstereifel nachher dann wieder ankam, da war der Saugnapf inklusive Kamera, er war weg. Einfach weg. Weg, keine Ahnung, war weg. Wir sind gefahren, haben ein paar Mal angehalten, die Kamera war immer noch drauf gewesen. Den letzten Halt, den haben wir am Ahrbogen bei Schull, da wo dieses schlimme Unglück passiert war, als die Ahr überflutet war, weil wir waren 2021, haben wir oberhalb von Schull in diesem Ahrbogen, haben wir da gestanden, da habe ich dann auch nochmal die Drohne fliegen lassen. Ja, und da ist dann bei der Abfahrt, war noch alles dran, hat noch alles super. Und ich fahre mal hier kurz hier rein. Gucken wir mal hier. Da war noch alles super. Ja, aber wie gesagt, Bad Münstereifel war dann die Kamera nicht mehr da. Ich steig ab, ne, halt an, steig ab, so wie jetzt hier. Ich steig zwar jetzt nicht ab, aber Leute, mein dummes Gesicht, das hättet ihr sehen müssen. Wo ist die Kamera hin? Gut, das war jetzt die alte Osmo Action 2. Aber darum geht es ja nicht, Leute. Das Ding funktioniert ja noch, hat ja super funktioniert. Und da war noch meine ganz alte Powerbank mit dran, die Intenso um 6800 mAh, was die hatte. Sowas. Und die hat gut, super gut funktioniert. Und ja, und vor allen Dingen, was schlimm war, war das ganze Footage, was ich aufgenommen habe, diese Fahrszene nach hinten raus und vor allen Dingen die Begrüßung, als wir beim Jupp da angekommen waren, wo wir uns getroffen haben. Wir haben dann was erzählt und hin und her. Ne? Alles weg. Also ich weiß nicht, was schlimmer ist. Der Verlust des Footage oder der Verlust der Kamera oder Verlust von beidem. Natürlich ist die Kamera schlimmer, das ist klar. Das Footage ist einfach nur Videomaterial. Aber es ist schon ärgerlich, Leute. Es ist schon echt extrem ärgerlich. Ja, mir fehlt jetzt sozusagen die dritte Kamera und deshalb werde ich mir auch demnächst noch eine DJI Osmo Action 4 kaufen. Und die Dreier, die alte, die jetzt hier als Facecam ist, damit werde ich dann irgendwie, ja,
die als Heckkamera einsetzen. Nur werde ich dann natürlich nicht mehr einen Saugnapf nehmen. Ja. Es ist fraglich, wie das passiert ist. Es war sehr warm und schwül an dem Tag. Vielleicht hat sich dann durch die Hitze, als wir da gehalten haben, in Schuld oberhalb, die Sonne ist drauf geschienen, ja, ob sich das dann so sehr erwärmt hat, dass dann keine Ahnung, das Vakuum da drin weggegangen ist oder. Ich weiß es nicht. Es ist alles mühselig, jetzt überhaupt noch drüber nachzudenken. Ne? Das Ding ist einfach weg. So. Jetzt fahre ich aber mal weiter. Naja, also wie gesagt, die ganze Kiste ist natürlich sehr, sehr ärgerlich. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn ja, ich dadurch noch gezwungen bin, ich will es mal so rumformulieren, schön gesagt, ne? Gezwungen bin, mir eine Action 4 dann noch zuzulegen, dann hätte ich zweimal Action 4. Wo ich dann Vocal und Außensound aufnehmen kann und die Action 3 dann für die Heck, also als Heckkamera zu benutzen, das wäre schon genial. Und vor allen Dingen, ich brauche dann keinen Audiorekorder mehr. Was kommt dann auch noch dazu? Also ich verschlanke mehr oder weniger dadurch mein Setup. Wenn das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja. Das ist es, worum es mir jetzt gerade heute Abend geht. Und vielleicht auch so ein bisschen meinen Frust darüber abzulassen bei euch. Oder meine Dummheit sozusagen euch mitzuteilen, ja, was da passiert ist. Naja, Dummheit würde ich jetzt nicht sagen. Ja, doch schon. Ich hätte mir tatsächlich die Halterung vernünftig. Eine vernünftige Halterung dran machen können und nicht über einen Saugnapf. Wobei, das war gut. Ich habe da schon mal B-Roll-Aufnahmen gemacht mit damals noch mit der alten, mit der Blue Alley. Da hatte ich dann, da ist meine Frau mit dem Auto gefahren, hinten an der Heckscheibe die Kamera dran mit dem Saugnapf. Das sind dann schöne Aufnahmen, das ist dann ganz toll. Ja. Boah, Leute, und heute ist es auch noch so windig, so laut im Helm. Ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ach so, und dann, was jetzt auch noch dazu kommt, weil, wie gesagt, wenn wir schon einmal umstellen, also nicht nur Audio, sondern auch, ich habe jetzt hier das Sichtfeld, hier, ne? Das Field of View auf ultraweit eingestellt. Man sollte jetzt also auch deutlich mehr vom Cockpit, so hier unten, oben und an der Seite dann wahrnehmen. Ja. Und da bin ich auch gespannt drüber, wie das aussieht und was ihr dazu sagt. Und naja. Ach so, und Leute, ja, ich bin ein, für diejenigen, ne, die das nicht wissen, aber ich bin ein DJI-Fanboy, was das angeht. Ich bin kein GoPro-Mensch. GoPro ist. Habe ich noch nie gehabt und will es auch nicht haben. Und ich weiß von anderen, wie zum Beispiel Kasi, der jetzt die GoPro rausgeschmissen hat, weil er da nur Probleme mit hatte. Und ich. Boah, der war aber laut. Und ich weiß zum Beispiel auch von Matze, dass der GoPro rausgeschmissen hat, wegen Bildtonproblemen etc. Ja. Und es gibt wiederum Leute, die. Ja, hallo. Es gibt wiederum Leute, die auf GoPro schwören. Ja, soll jeder glücklich werden damit. Ja, ich lasse mir von keinem vorschreiben, welche Kamera ich wo einsetze, wie auch immer. Ich bin super zufrieden und ich sag mal so, ich beherrsche die Kamera und ich beherrsche den Ton. Und wenn andere Leute damit Probleme haben und ja. Dann muss man das nicht auf das Material schimpfen, sondern da muss man vielleicht auch erstmal ein bisschen überlegen, was könnte das sein oder wie könnte man das verbessern oder wenn das ein technisches Problem ist, dann gibt man die Kamera zurück oder was auch immer. Also ich kenne so viele Motovlogger,
die alle umgestiegen sind auf GoPro, Bullshit, auf DJI, auf die Action 3 schon und auf die Action 4 und GoPro rausgeschmissen haben, ne? Weil sie so enttäuscht worden sind davon. Ja. So, ich fahre mal hier rechts. Hier bin ich schon ewig und 3 Jahre nicht mehr gefahren. Hier ist eine 30er-Zone und ich glaube, hier stehen sie oft und blitzen. Da muss man ein bisschen aufpassen hier. Aber ich habe ja hier, ne, mein Tacho 55 GPS Messometer. Da zeigt mir ja meine GPS-Geschwindigkeit an. Also alles gut. Guck da. Ach, ist das nicht herrlich. Morgen gehen die Schulferien los. Was mir ehrlich gesagt vollkommen egal ist, weil meine Kinder sind schon länger aus der Schule. Die werden so langsam auch flügge. Die verlassen bald das Nest. Hoffentlich, ich will sie raus haben, damit ich meine Ruhe habe. Und ich muss aber noch tatsächlich bis zum Ende der Ferien warten. Damit mein Urlaub losgeht. Also ich war gerade noch bei Franz eben vorbeigefahren, hab den noch was vorbeigebracht, der brauchte noch was. Da habe ich schon gedacht, ja, der erzählte so, er war heute Morgen dann bei Kohl gewesen, weil er da noch mit seinem neuen Helm da Probleme hatte. Und da habe ich schon gedacht, oh ja, so Rentner da sein ist jetzt auch nicht so verkehrt, aber das sind noch, ist noch ein bisschen was, bis dass ich. Ja. Dann mein Rentenleben genießen kann. Aber Leute, ich rede jetzt hier über meine Rente. Die Rente ist sozusagen, wenn du in Rente gehst, das ist der letzte Lebensabschnitt, der dann für dich beginnt. Danach endet das nur noch in der Kiste. Also, aber man kann auch noch ein schönes Leben haben als Rentner, ne? Aber so ist es. Sind wir doch mal ehrlich. Ist doch so, oder? Gott, da darf man eigentlich gar nicht drüber nachdenken, ne? So, Leute, am 4.8., am 4. August, findet unsere gemeinsame Ausfahrt mit Motorrad Kohl statt. Da habe ich ja schon ein schönes Video zu gemacht, habe die Strecke vorgestellt, die wir da fahren werden. Ich verlinke nochmal das Video hier unten in der Videobeschreibung. Schaut euch das Video nochmal an und meldet euch zur Tour damit an. Das wird mit Sicherheit eine geile Nummer werden, Leute. Die Strecke ist richtig gut. Und ja, würde mich echt freuen, wenn ihr da tatsächlich mit dran teilnehmen würdet. Und Leute, kommt, die 10 Euro ja, für ein Frühstück und einen Tag Spaß haben etc. finde ich vollkommen in Ordnung. Ne? Ist ja... italienisches Frühstück. Was es dabei geben wird, weiß ich nicht. Aber es geht darum, Spaß zu haben. Ne? Und hoffentlich haben wir dann an dem Tag dann auch schönes Wetter. Aber ich gehe davon aus. Boah, ich gucke voll gegen die Sonne. Boah, Leute. Da muss ich zusätzlich zu meiner selbsttönenden Sonnenbrille oder zu meiner selbsttönenden Brille noch das Sonnenvisier runter machen, weil das ist so grell gerade gewesen. Ich komme mir fast vor wie im Blindflug, ehrlich. Brandeilendorf, wir fahren jetzt nach links. Genau, wir fahren hier lang. Das ist eine schöne Abfahrtsstrecke hier runter. Abfahrtsstrecke, wir sind nicht hier beim Skilaufen. Schöne Twisties hier. Naja, Kamera auch noch hier, die Action 4, die hat ja auch 10-Bit HDR. Das ist jetzt sehr technisch, also die hatten sehr großen dynamischen Bereich von weiß nach schwarz, also von hell nach dunkel. Ein größeres Spektrum sozusagen. Und das kann die deutlich besser wie die Action 3. Das kommt auch noch dazu. Die Action 3 ist gut, Leute. Das steht gar nicht zur Diskussion. Ne? Aber die Action 4 ist schon
noch einen Tisch besser. Oh, Eilendorf, genau, das Ortseingang. Oh, guckt euch mal die Sicht an da, Leute. Guckt euch das mal an da. Das ist ja mal scharf, oder? Die Eifelkante. Wo ist halt Dussberg? Der ist die Eifelkante. Ja, wir befinden uns jetzt hier auf dem Aachener Außenring. Ja, die Stadt Aachen hat zwei Ringsysteme, den inneren Ring und den äußeren Ring. Hier steht auch Ring, seht ihr? Steht vor mir hier auf der Straße. Hier, nochmal gucken, hier, Ring. So, das ist der Außenring. Und der innere Ring, der ist so der um den historischen, mehr oder weniger um den historischen Stadtkern von Aachen rum geht. Das ist der innere Ring. Außenring, ja, darüber ist tatsächlich Eifel, ne? Die Eifelkante geht hier, oder vor Eifel, das geht hier alles los. Man sieht da schon so ein bisschen hier. Also wenn man bedenkt, dass ich jetzt knapp über 2 Jahre schon den YouTube-Kanal betreibe und also Motovlogs mit der Vespa mache und ich immer noch dabei bin, das optimale Setup für mich zu finden, da wird der ein oder andere sagen, der Junge hat da einen an der Klatsche, oder? Der macht das doch gut, wieso reicht ihm das nicht? Da will ich euch sagen. Weil den Aufwand, den ich betreibe, ja, mit den Videos, also mit dem Equipment, verschiedenen Aufnahmequellen, also Kameras, Audiorekorder noch zusätzlich und. Den Aufwand, den ich betreibe, der ist sehr hoch. Dann kommt noch hinzu, dass ich diese ganzen verschiedenen Aufnahmequellen, also Kameras, Audiorekorder etc., dass ich die noch im Schnittprogramm noch synchronisieren muss. Und dieses Synchronisieren im Schnittprogramm ist auch nicht gerade einfach. Und vor allen Dingen, es ist auch aufwendig. So. Und das versuche ich im Prinzip dadurch jetzt zu optimieren, dass ich so viel wie möglich Aufnahmequellen schon im Vorfeld so synchron habe, dass ich tatsächlich das nur noch im Schnittprogramm einfügen brauche. Also die tiefstehende Sonne heute ist echt gnadenlos, wirklich gnadenlos. So Leute. Ich guck mal da hier, das, wo ist hier die Straße? Ach, da. So Leute, gut, das war's mit meiner Testrunde am Abend mit tiefstehender Sonne. Ja, ich hoffe, dass das alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und, aber jetzt beenden wir das Video. Achso, checkt mal meinen WhatsApp-Kanal, der müsste jetzt da unten den QR-Code abscannen. Ich lerne nie, ob das rechts oder links aus meinem Sichtfeld ist. Egal. Scannt den QR-Code ab, da kommt ihr zu meinem WhatsApp-Kanal. Da erfahrt ihr alles so, was es zum Thema Roland zu wissen gibt. So als Zusatzinformationen noch. So, wenn ich eine Tour fahre, die ich dann ankündige, ich fahre da und dahin, dann und dann bin ich da und da. Stell dann, keine Ahnung, den Tourenplan da zurecht. Oder stell Fotos ein oder auch schon mal das ein oder andere Exklusivvideo. Und Vorankündigungen, wenn ich dann irgendwelche Videos bei YouTube veröffentliche, das stelle ich dann alles in den WhatsApp-Kanal ein. Da sind mittlerweile auch schon 115 Abonnenten drauf. Der ist ja auch noch nicht so alt, der Kanal. Das freut mich übrigens sehr. Ihr seid echt spitze Leute. Und ja, der WhatsApp-Kanal ist ja vollkommen anonym und kostenlos für euch, ne? Das
wie gesagt, jetzt, ihr seht nicht, wer da drin ist. Ich sehe auch nicht, wer ne, von euch da drin ist in dem Kanal. Wie auch immer. Und wie gesagt, das ist absolut kostenlos. Wie WhatsApp halt eben das. Ja. Egal, also Kanal abonnieren, dabei sein, freuen. Und dann würde ich sagen, wie gesagt, hat euch das Video gefallen? Lasst einen Daumen nach oben da. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Bis dann. Tschüss.